Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von Kick. Marina Bachmann pfeift die Partie an, der SC Sand stößt an in den weißen Trikots mit den roten Hosen im ersten Durchgang. Von rechts nach links, der FCC ganz im Blau, von links nach rechts. Und das ist mal gut durchgesetzt von Hannah Mesch. Hat da Platz, da ist ihre Gegnerin zu Boden gegangen. Mesch kommt sie nur in die Mitte, sie schließt selbst ab, der Nachschuss. Und das ist das Tor für Jena. 1:0 für den FCC. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es Mersa Julevic, die den Ball da im Tor unterbringt. Hannah Mesch macht da richtig Meter, schließt dann selbst ab. Der Ball geht noch nicht rein, aber der Rebound, der ist drin. Und somit endet die Serie ohne Treffer für den FC Carl Zeiss Jena in der zweiten Frauenbundesliga nach 398 Minuten. Oh, nächster leichter Ballverlust und der lange Ball in die Spitze, dürfte aber zu lang sein. Nein, der kommt an. Wunderbar. Reuter mit der Möglichkeit und wird abgegrätscht. Da stimmt erneut die Zuordnung überhaupt nicht und die Szene ist noch heiß. Da kommt nochmal der Abschluss und der ist auch nicht schlecht von Hanna Lehmann. Aber Stella Busse greift sicher zu. Tabea Kries. Laving hätte da viel Platz gehabt, hat ihn auch immer noch und kann jetzt mal den Abschluss suchen. Erster guter Abschluss auch von den Gästen durch die US-Amerikanerin. Aber Jasmin Janning hat keine größeren Probleme mit dem doch wuchtigen Distanzschuss. Da natürlich das größte Beispiel, der Erfolg gegen Gladbach nach 0-2 Rückstand. Aber erstmal schauen wir auf Nelly Juppel. Die Torschützin schließt erneut ab. Aus der Distanz erobert da den Ball und dann geht der nur knapp rechts vorbei. Stella Busse wäre wohl da gewesen, aber nächste gute Torernährung von den Damen aus Thüringen, die hier richtig gut beginnen. Ja, das ist jetzt ein leichter Ballverlust. Kommen sie den Ball darüber? Ja, das klappt. Loving im Dribbling gegen Metzner. Ja, dribbelt sich da ein bisschen fest, kann aber zurücklegen. Bantle überlässt und dann kommt der Abschluss und was für eine Bude! Wow! Was für ein Traumtor hier zum Ausgleich. Ansatzlos abgeschlossen und dann fliegt der Ball in den Winkel. Jasmin Janning streckt sich, kommt da aber nicht mehr hin und der SC Sand gleicht hier aus in Spielminute 33. Was für ein Tor. Loving überlässt gut für Takisawa. Takisawa geht ins Dribbling, geht da vorbei, der Gegenspieler hat viel Platz und dann ist der Abschluss zu harmlos. Da war viel mehr drin. Da hat sie sich nämlich super freigespielt und hat dann allen Platz der Welt. Und dann kommt nur so ein harmloses Schüsschen zustande, während wir leider die nächste Verletzungsunterbrechung haben. Sophie Kreil liegt auf dem Boden. Und das ist ein guter langer Ball auf Emma Loving, die da das Tempo aufnehmen kann. Loving immer noch nicht zu trennen und schließt ab. Und da fehlt nicht viel. Da haben wir sie, die erste Torschance. Im zweiten Durchgang. Emma Loving setzt sich super durch und schließt schön ab. Aber der Ball fliegt dann knapp am Winkel vorbei. Nächste Freistoßmöglichkeit. Aber da hatten wir eben noch keine große Gefahr bisher hier heute. Aber kann sich natürlich sofort ändern. Und da muss Janning zugreifen, wird gestört. Eine Abschussmöglichkeit. Und da wird es brenzlig. Da wird es richtig brenzlig. Es gibt die Ecke für den SC Sand und die Keeperin sinkt zu Boden, hat da auch einen mitbekommen, war für mich auch prinzipiell erstmal Stürmerinnen-Foul, wie die Keeperin da angegangen würde, auch wenn sie da nicht mehr extra geschützt ist im 5-Meter-Raum per Regelwerk, aber das war trotzdem sehr heftig, dann liegt der Ball völlig frei und der SC Sand kann es nicht ausnutzen. Loving. Mit etwas Glück springt der Ball weiter, Möglichkeit aus der Distanz, aber Janning ohne größere Probleme gegen den Schuss von Andrea Moscher. Inklusive persönliche Kritik für Anja Heuschkel. Aber sie haben den Ball schon wieder. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Das ist der erste Schuss und er geht an den Pfosten. Luca Birkholz.
Und die Keeperin Stella Busse war auch noch dran. Es gibt die Ecke. Er kommt von Jena. Nix in Durchgang 2 und dann kracht's beinahe mit dem ersten Abschluss. Luca Birkholz flach aus der Distanz und Stella Busse und das Aluminium verhindern hier den späten Rückstand für den SC Sand. Assistentin guckt auch schon mal auf die Uhr und das war's. Der FC Carl Zeiss Jena und der SC Sand brennen sich mit 1:1 und das ist leistungsgerecht. Zum letzten Video geht es hier entlang. Hier findet ihr eine Playlist mit allen Highlights der zweiten Frauenbundesliga. Und hier könnt ihr ganz einfach den Kanal abonnieren, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen.